Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis ein solches Produkt auf den Markt kam. Hallo und willkommen bei IJMBS und heute geht es um Hashtag. Hashtag Energy Drink. Hashtag Energy Drink. Ja, wer hätte es erwartet? Der Hashtag ist in aller Munde und schon gibt es einen Energy Drink, der so heißt. Ja. Und Energy Drinks gibt es ja auch wie Sand am Meer. Das heißt, man muss aus der Masse herausstechen, wie zum Beispiel durch exotische Geschmacksrichtungen oder durch einen exotischen und frischen Namen. Beides ist hier gegeben und ja, letztendlich muss es natürlich auch noch schmecken, sonst ist alles nichts wert. Und nun ja, das werden wir heute testen. Denn heute geht es hier um den Hashtag Energy Drink. Der Hashtag Energy Drink kommt unter anderem in der Farbe Red mit Kirsche, Granatapfel, Pink, Melone, Bubblegum. Dann gibt es Green, Kiwi, Minze, Yellow, Mango, Holunder und zu guter Letzt Blue, Classic. Ja. Und die werden wir jetzt nach und nach probieren, um herauszufinden, ob sie auch gut schmecken. In Österreich werden sie hergestellt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit Pink an. Der Energy Drink ist jetzt offen und jetzt probieren wir ihn. Er riecht sehr künstlich nach Melone. Der Geschmack erinnert leicht an Bubblegum, das ist schon richtig. Von der Melone schmeckt man jetzt nicht so viel. Ja, im Großen und Ganzen ein fruchtiger Geschmack, geht runter wie Wasser. Eigentlich ganz okay. So, jetzt sind wir hier also schon bei der zweiten Sorte von Hashtag. Hashtag Yellow heute. Mango Holunder, das klingt richtig gut. Ich hoffe, es schmeckt so gut, wie es klingt. Mango Holunder. So, machen wir mal auf. Oh. Oha. Okay, es ist leicht übergesprudelt, aber nicht schlimm. Nichts passiert. Also, ich habe jetzt nur dran gerochen. Es riecht nicht nach Mango. Es riecht nicht nach Mango. Es riecht etwas nach Holunder. Probieren wir mal. Hätte man besser machen können, auf jeden Fall. Mango kommt leider überhaupt nicht rüber. Was ist denn das? Also, Holunder kommt etwas rüber, Mango gar nicht. Und ansonsten schmeckt das sehr sauer, wie so Limettensaft oder so. Richtig unangenehm. Gefällt mir leider nicht. Sorry. Nicht meine Sorte. Klang so gut, aber schmeckt nicht so toll. Mist. Ja, jetzt haben wir diese drei Sorten von Hashtag noch übrig. Red, Green and Blue. Und ja, ich denke, wir probieren mal Red. Das klingt doch gut. Kirsche, Granatapfel, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja. Machen wir mal auf. Oh ja, das, also es riecht sehr intensiv nach diesem künstlichen Kirscharoma. Dann probieren wir mal. Igitt. Das schmeckt aber komisch. Ah, geht. Was zur Hölle? Ah. Na, du. Also, es schmeckt wirklich nach Granatapfel. Aber so wie wenn man diese Kerne vom Granatapfel, wenn man die kaut, so schmeckt das. Nicht wie der gute Teil vom Granatapfel, sondern die Kerne. Alter, Vater, was ist denn das? Nee, die Kirsche riecht man zwar, sie kommt geschmacklich aber nicht durch. Nee, also
Das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingstorte. Also wenn ihr die Kerne vom Granatapfel gerne kaut, dann ist das euer Energy Drink. Ansonsten eher nicht. Classic. Ja, wie wird das wohl schmecken, Classic, wa? Das wird schmecken, oder zumindest erwarte ich, dass es schmeckt wie jetzt ein 0815 Energy Drink. Es riecht zumindest schon mal so. Ja, und so schmeckt es auch. Also damit macht man nichts verkehrt. Das schmeckt, wie man es erwartet. So, diese Dose ist noch übrig, der grüne Kiwi Minze. Klingt auch interessant. Ich glaube, Kiwi Minze habe ich in der Kombination noch gar nie gesehen. Äußerst interessant. Ich bin sehr gespannt. Nachdem ich ja jetzt nicht von allen Sorten so überzeugt war, könnte ja jetzt noch eine gute dabei sein. Wir schauen mal. Es riecht auf jeden Fall nach Minze. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Kiwi konnte ich jetzt nicht riechen, aber Minze auf jeden Fall. Also das ist wirklich einzigartig. Ich glaube, sowas habe ich noch nie getrunken. Also der Geschmack ist schwer zu beschreiben. Es ist auf der einen Seite sehr herb. Also es kommt wenig Süße mit geschmacklich. Obwohl ja genug Zucker drin ist eigentlich. Also die Kiwi kann ich überhaupt nicht erkennen. Ich weiß nicht, wo da die Kiwi sein soll. Ja, aber also meiner Meinung nach könnte man den einfach nur Minze nennen, weil Kiwi-Minze, naja, also ich, Kiwi kann ich nicht erkennen, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal Birkensaft getrunken habt. Birkensaft gibt es auch mit Minzgeschmack. Das ist eins meiner Lieblingsgetränke, schmeckt wirklich gut. Und so ungefähr schmeckt das eben durch diese Minze. Und da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt wiederum eine Sorte, die mir gefällt. Und die würde ich uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr so ein bisschen herbere Kräuter, Minze, Getränke mögt. Dann denke ich mal, dürfte euch dieser Energy Drink schmecken. Ja, jetzt haben wir sie alle probiert. Alle Sorten von Hashtag. Ich würde sagen, wenn ihr die schon mal probiert habt, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da mit dem Hashtag und verratet mir, was euer Lieblings-Energy-Drink ist, welche Sorte euch am besten geschmeckt hat. Und das war's dann auch schon wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!